machen. Hallo, liebe Contra. Ich bin heute hier, um euch zu zeigen, wie ihr euch in die Köpfe einbrennt. Nie wieder schlechtes Marketing produziert und am Ende auch noch unsterblich werdet. Ihr habt süße 28.800 Tage. Nutzt sie, anstatt sie irgendwie zu produzieren mit Marketing, was am Ende niemand sieht. Ja? Und dafür müsst ihr nicht schreien, ihr müsst euch nicht klatschen, ihr müsst auch nicht flüstern. Ihr braucht auch kein ASMR. Ihr braucht nur zwei Dinge. Nummer eins, Persönlichkeit. Wir gehen heute über unsere Grenzen. Wir testen die aus. Nummer eins. Und Nummer zwei, wie wir dieses Personal Brand aufbauen, künstliche Intelligenz. Das ist der Mix. Aus diesem Mix habe ich in einem Jahr über 400.000 Follower generiert, bin Deutschlands größter KI-Influencer und es geht so einfach. Und das machen wir heute auch gemeinsam. Ich lege offen, wie ihr das super simpel hinbekommt. Und wenn ihr jetzt einschläft, kriegt ihr euer Geld zurück. Das kann ich euch versprechen. Und deswegen, ich möchte euch das Geld nicht zahlen, bitte ich euch jetzt all in zu gehen. Steht bitte alle mal auf. Klasse. Und jetzt schließen wir die Augen. Schließt alle die Augen. Und stellt euch was vor. Einen saftigen Apfel. Mit Stängel, ohne Stängel, egal. Stellt euch die Farbe vor. Und jetzt öffnet die Augen. Und jetzt interessiert mich. Alle, die an einen roten Apfel gedacht haben, dürfen sich hinsetzen. Okay, super. Also die Mehrheit hat sich hingesetzt. Alle, die an einen grünen Apfel gedacht haben, dürfen sich hinsetzen. Oh, alle, die an einen gelben Apfel gedacht haben, hinsetzen. Okay, an welche Farbe habt ihr gedacht? Rot mit Grün, auch super, super. Jetzt dürft ihr euch alle hinsetzen. Niemand lag falsch. Es gibt allerdings ein Muster. Und zwar der KI-Apfel, der ist rot. Egal, was ihr macht, wenn ihr beispielsweise auf Midjourney geht, also auf die KI-Bildgenerierungsmaschine Nummer 1 oder in ChatGPT und ihr gebt einen Apple, Apfel, er ist zu 100% rot. Immer das gleiche Konzept. Wie kann das sein? Das liegt einfach nur an der Datengrundlage. Statistisch gesehen, wenn in der Datenbasis nur rote Äpfel drin sind, dann ist der Apfel am Ende natürlich auch rot. Und hier hat die KI nicht in euer Gehirn reingeschaut, weil die meisten von euch dachten, er ist rot. Nein, er schaut natürlich ins Internet. Und wenn ihr Apfel in Google eingibt, dann ist der Apfel einfach immer rot. Klasse. Was ich aber haben möchte, probieren wir mal. Oh. Schmeckt nach Average. Wen ich sehen möchte, vielleicht da standen noch ein paar, ist der pinke Apfel. Ja? Jetzt sagt ihr alle, ja gut, hey, das war auch ich. Ich hätte das sein können, gell? Ich bin special. Ihr seid alle special, ihr seid alle besonders. Ihr müsst euch nur trauen, es zu zeigen. Und das machen wir heute, dass ihr euch tatsächlich einfach traut. Und es geht super easy mit einem Format. Und nein, es ist nicht hier. Foto beispielsweise. Wenn ihr ausseht wie die Dame, dann ist Foto euer Way to go. So könnt ihr euer Personal Brand ausbauen. Wenn ihr ausschaut wie ich, dann ist das nicht das richtige Format für euch. Auf keinen Fall. Dann ist es nur eins. Und es ist Video. Was wollen die Leute in 2024 sehen? Personal Brand, das Gesicht und gleichzeitig einfach nur Video. Und das Schöne ist, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, wie sie alle heißen, Facebook vielleicht auch noch für ein paar von euch. Ja? 0 Euro. Geht alles super easy. Stellt euch vor, ihr bekommt 1.000 Lotto-Tickets. 1.000 Lotto-Tickets geschenkt. Sagt er, wer nein?
Natürlich nicht. Jetzt sind diese 1000 Lotto-Tickets 1000 Social-Media-Posts. Und ihr sagt alle nein, weil es für 0 Euro geschenkt ist. Ja, es gibt nur ein kleines Problem. Das, zwei Probleme. Das größte Problem ist aber, hey, die meisten sind hier. Die warten jeden Tag auf den perfekten Zeitpunkt. Und ich kann euch versprechen, der kommt einfach nicht. Was ihr machen müsst, ist reinballern, egal wie schlecht es ist, egal wie grottig es ist. Jetzt heute, nehmt euer Handy raus, zack, macht was damit. Das ist die Nummer eins. Ihr legt einfach los und ihr zeigt euch, wie ihr seid. Natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben, ganz klar, gehört auf Social Media dazu, aber so geht's los. Und ihr habt aber keinen Plan. Ja, ich habe auch keinen Plan. Wir fangen jetzt mal komplett bei Null an. Wir bauen uns jetzt gemeinsam ein Personal Brand auf und das kann jeder umsonst nutzen, den ChatGPT-Chat. Und da füttern wir jetzt ChatGPT, wichtig, einen Chat. Wir lassen den zu unserem Assistenten aufwachsen. Ja? Und dann fangen wir jetzt mal an und wir beginnen komplett bei Null. Wir haben wirklich keine Ahnung. Und wir fragen jetzt mal ChatGPT. ChatGPT, ich möchte ein Personal Brand aufbauen im Bereich Viralge mit KI. Ich habe noch nie ein Video gemacht. Ich habe echt keinen Peil. Mach mir eine Strategie, 3 Sätze. Bitte nur 3 Sätze und gib mir 3 Beispiele, was ich machen könnte an Content-Beispielen. Beginne damit, einfache Videos zu erstellen, in denen du zeigst, wie KI verschiedene Aspekte von Spielen verbessert oder originelle Spielelemente kreiert und teile diese auf Plattformen wie YouTube oder Twitch, wo eine leidenschaftliche Gaming-Community existiert. Nutze Social Media, um Einblicke in deine KI-Experimente zu geben und baue eine Community auf, indem du interaktiv auf Kommentare und Vorschläge deiner Zuschauer eingehst. Entwickle regelmäßige Inhalte wie wöchentliche Updates zu deinen Projekten oder Live-Demonstrationen, um deine Follower aktiv und interessiert zu halten. Als Content-Beispiele könntest du ein Video machen, in dem du eine KI vorstellst, die neue Level für ein beliebtes Spiel generiert. Ein weiteres, das die Entwicklung eines einzigartigen KI-gesteuerten Charakters dokumentiert. Und ein drittes, das zeigt, wie KI in Echtzeit auf Spieleraktionen reagieren kann. Super, klasse. Also wir haben hier ein Beispiel, ChatGPT war wieder ein bisschen zu ausführlich, obwohl ich gesagt habe, fass dich kurz, das ist immer ein kleines Problem. Aber wir fragen hier ChatGPT, ich habe keine Ahnung, es gibt mir direkt eine Strategie und erklärt mir direkt alles hier, was ihr hier seht. Ja? Eine Challenge gegen KI, alles hier Herausforderung, KI-generierte Kunst, sind alles die Dinger, die ich alle durch die Bank schon ausprobiert habe. Ich muss auf die Schnauze fallen, damit irgendwas funktioniert. Ja, das meiste ist tatsächlich, muss ich gestehen, Käse. Ja, das gehört leider dazu. Es wird absolut cringe heute. Ja? Und das hier haben wir. Wir machen less strategy, wir machen einfach nur doing. Hier haben wir ein Beispiel. Das waren hier die absoluten Hits auf TikTok. Letztes Jahr. Jetzt kommt der Vorteil. Ihr denkt euch, so ein Angeber. Ja, ich habe ein Problem. Die Zeiten sind vorbei. Wir sind in 2024. Die Leute wollen nicht mehr dieses perfekte Social Media, perfekte Untertitel, alles kurz gecuttet, Midjourney-Bilder drum und dran. Das war vor einem Jahr. Meine Zeiten sind vorbei. Jetzt sind die Zeiten, wo ihr einfach schlechteste Qualität euch vor die Kamera hockt und am Ende Gas gibt. Aber natürlich nicht undurchdacht. Ja, es muss spontan sein, aber nicht undurchdacht. Hier dieses Beispiel, das letzte Video, was ich gepostet habe. Absoluter Flop auf TikTok. Ich saß auf einem Schreibtisch, super schlechte Audioqualität und habe einfach drauf losgesprochen. Jetzt kommt der Clou. Das hier ist TikTok, eine Plattform. Wir haben aber 4 Plattformen mindestens. Wenn, für manche sogar Facebook. Ich fasse es nicht an, aber gerne andere auch. Ja? Das heißt, wir haben TikTok, Instagram, YouTube und LinkedIn. Hier, das hier. Geht vielleicht auf TikTok nicht ab, aber auf Instagram hat es jetzt 700.000. Scheißegal, ihr müsst sie alle zusammen nutzen. Ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, haut einfach raus bis zum geht nicht mehr. Es interessiert heute nicht mehr, wie die Qualität ist. Die Leute wollen die Persönlichkeit. Ja? Und was wir jetzt gemeinsam basteln, ist das perfekte Video. Wir lassen KI unser Skript am Ende schreiben. Ja? Das Problem ist nur, was zählt bei einem Video am allermeisten? Ihr wollt euer Personal Brand aufbauen. Und die Leute sollen drinbleiben, euch kennenlernen. Wie schafft ihr das?
Es ist nur eine Sache. Es ist so easy. Ich gehe mal darüber. Vielleicht klappt es da besser. Es ist die Hook. Die ersten 2 Sekunden. Auf Instagram habt ihr ein bisschen mehr Zeit. Auf TikTok habt ihr maximal 2 Sekunden. Und das muss ballern. Und da könnt ihr jetzt ChatGPT fragen und sagen, hey, mach mal eine schöne Hook, ja, in eurem Ton. Wir sind immer noch bei 0. Und ich kann euch sagen, da kommt tatsächlich, das ist der einzige Nachteil, da können wir nicht KI nutzen. Es kommt bei der Hook meistens für TikTok und Instagram Grütze raus. KI kann dich berühmt machen, aber um welchen Preis? Das nutzen wir nicht. Jetzt kommt einzig und allein einmal unser Gehirn ins Spiel. Ja? Was wir jetzt machen ist, wir werden das Ganze benchmarken. Also wir klauen wie ein absoluter Profi. Hier habe ich ein Video gemacht, die mächtigste KI der Welt. Ging auch ziemlich ab am Ende und wurde natürlich dann auch kopiert. Das ist überhaupt nicht schlimm, das gehört dazu. Der Kollege hier hat daraus gemacht, die krasseste KI der Welt. Der die stärkste KI der Welt. Und das Skript war fast 1:1 identisch. Ich bin ein Bayer, man hört's. Ich habe gesagt, die KI hinterfragt sich selbst. Ist nicht korrekt hinterfragt, oder? Ja, diesen beiden Kollegen sind keine Bayern. Die haben trotzdem das Skript so genommen und haben gesagt, KI hinterfragt sich selbst. In dem Moment weiß jeder Depp, okay, hat er vielleicht kopiert. Ist aber nicht schlimm, das gehört dazu. Sie haben es trotzdem, das ist ganz smart, sie haben es trotzdem abgeändert auf ihren Ton. Das ist ganz wichtig. Und dafür könnt ihr dann, wenn ihr einmal die Hook habt, ich zeige dir die mächtigste KI der Welt. Ah, die funktioniert bei dem Typen, dann kann ich die auch anwenden, ja? Oder damit rumspielen, ich kann damit arbeiten. Und jetzt kommt's. Fast. Ihr müsst erstmal die Creator in eurer Community, ja, in eurem Bereich müsst ihr studieren. Ja? Wenn ihr in den Bereich von Mr. Beast gehen wollt, wird schwierig, aber wenn ihr es machen wollt, dann müsst ihr ihn auswendig kennenlernen. Und das müsst ihr nicht selber machen. Es gibt hier ganz tolle Tools wie Talk Audit, die analysieren die besten Creator in eurer Nische, geben euch die ganzen Daten und KI analysiert es auch noch und ihr habt am Ende einfach eine Basis, wo ihr wisst, okay, that's the strategy. Jetzt haben wir die Strategie. Jetzt bleiben wir aber nochmal trotzdem beim Thema viral gehen mit KI. Was machen wir dafür? Wir können jetzt entweder ChatGPT fragen, wie gesagt, bei der Hook ist es ein Problem. Und wir geben in TikTok ein, ja, das ist die beste Suche für Videos, viral gehen mit KI. Finden wir komischerweise für die Hook viral gehen mit KI nichts. Ist also eine scheiß Hook. Wir müssen natürlich schauen, wie können wir die besser machen. Aha, was sagt der Typ da? 100 Videos in 5 Minuten. Oh, das knallt. Weiß ich, okay, jetzt werde ich dieses Bild nehmen oder dieses Video nehmen und damit arbeiten. Was ich generell auch sehr, sehr gerne mache, ist, hier, ich schaue jede Woche, was tut sich beim Hashtag Artificial Intelligence, was tut sich beim Hashtag AI, was tut sich bei Intelligence Artificiell, Intelligenz Artificial, ich schaue die alle durch, jede Woche, gibt es hier oben ein Filter nach Like-Einzahl, das heißt, das sind die viralsten Hits, und gib hier ein, oder Tipp auf, diese Woche. Das heißt, ich weiß jede Woche, was tut sich in den letzten 7 Tagen in meiner Branche. Ganz, ganz wichtig, es ist eine schnelllebige Welt, egal ob KI oder andere Bereiche. Ja? Nur als Tipp, aber wir hatten das andere Video, wir nehmen jetzt das andere Video, was wir hatten, mit diesen 100 Videos in 5 Minuten. Das packen wir, kopieren das, copy and paste den Link und was wir danach machen ist, wir hauen das in die KI-Descript, ist auch for free. Und wir haben es transkribiert. Also wir haben das ganze Skript vor uns. Und was der Typ sagt ist, mit dieser neuen KI erstellst du 100 TikToks in 5 Minuten. 3 einfache Schritte. Die Hook kommt nach der Hook. In jedem Satz kommt eine neue Hook. Jeder will wissen, was sind denn die 3 einfachen Schritte? Jetzt werden die Leute erstmal wahnsinnig. Erstens, du fragst ChatGPT beispielsweise nach 100 Motivationssprüchen. Die einen wollen wissen, wie macht man das mit den Motivationssprüchen? Die anderen denken sich, oh Gott, jetzt spammt, jetzt tut der ganz Social Media zumüllen und zeigt auch noch die Anleitung, das geht auf keinen Fall. Aber alle wollen bis zu dem Zeitpunkt wissen, wie dieses Video am Ende weitergeht. Und das ist die Kunst, das müsst ihr nutzen. Also dieses Skript habt ihr jetzt. Und was wir jetzt damit machen, super easy, wir füttern das in ChatGPT. Ja? Kann jeder machen for free, hochladen, meinetwegen mit G-Drive verbinden. Am schlauesten ist natürlich, ihr habt das Ganze als Dokument, beispielsweise als PDF. Und dann füttert ihr ChatGPT mit diesen Skripten. Aber das Problem ist, ChatGPT weiß immer noch nicht, wie ist denn euer Ton? Mein Ton ist klar, oder? Kontrovers, sensationsgeil, ja? Ziemlich easy, kurz gehalten. Aber wie ist eure? Das kann ich euch nicht abnehmen. ChatGPT kann es euch abnehmen. Hier, wir haben hier den Ultraprompt, könnt ihr gerne mal auf meiner Seite schauen und eben kopieren. Der ist sehr, sehr lang. Ihr müsst aber nur 2 Sachen beachten.
einerseits das Wichtigste beim Prompten, eine Rolle geben. ChatGPT muss direkt verstehen, was es denn überhaupt tut. Ganz, ganz wichtig. Ja, wer es denn überhaupt ist. Und dann gebt ihr noch den Befehl, was denn tatsächlich das ultimative Ziel ist. Nur diese zwei Sachen gebt ihr in diesen Riesenprompt am Ende ein. Und dann fängt ChatGPT nicht an, auf einmal irgendwas zu schreiben. Nein, es stellt erstmal die richtigen Fragen, wo ihr euch erstmal denkt, ChatGPT, mach doch einfach. Nein, es muss euch erstmal verstehen, damit auch am Ende kein oberflächlicher Input oder Output rauskommt. Ja? Und wenn ihr das habt, dann schreibt es euch auch super Skripte. Nur gibt es jetzt einen Nachteil. Sagen wir mal, ihr habt das super Skript. Jetzt dürft ihr nur einen Fehler nicht machen. Der ist ganz wichtig. Dieser Kollege hier, bestimmt ein super netter Kerl, der hat dieses Video von mir kopiert, 100 Videos in 5 Minuten, und hat 124 Likes bekommen. Damit geht ja meine Theorie eigentlich nicht mehr auf. Das Problem ist, super netter Kerl, aber er hat es gefühlt wie eine KI von 2022 vorgetragen. Also relativ langatmig, muss ich gestehen. Ja? Da müsst ihr ein bisschen Pep reinbringen. Auch wenn ihr sagt, hey, ich soll doch natürlich sein, ich soll doch meine Persönlichkeit zeigen. Über die Kamera muss es nochmal 200% mehr sein, dass die Leute einfach drin bleiben. Also übertreibt vielleicht sogar 1000%. Es gehört einfach leider dazu, die Leute wollen engaged werden. Ganz, ganz wichtig. Egal ob hier spontan oder eben alles vorgeskriptet. Ja, und jetzt muss ich sagen, also der Kollege hat mich etwas enttäuscht. Da kann sogar teilweise in 2024 mittlerweile die KI mithalten. Und das schauen wir uns mal kurz an. Wenn das geht. Hey Lee, what's your name? Achtung, was du gerade gesehen hast, war Fake. Eine perfekte Täuschung. Die KI, die alle für harmlos halten, wird gerade zu unserer größten Bedrohung. Jeder kann jetzt mit nur 2 Minuten Videomaterial hunderte KI-Klone erstellen. Wofür diese verwendet werden, haben wir gerade gesehen. Sie manipulieren deine Emotionen, deine gesamte Wahrnehmung. Zukunftsmusik? Nein, die neue Ära beginnt bereits. Eine Ära, in der KI nicht nur assistiert, sondern in der wir endlich herrschen. Dachtest du wirklich, ich bin real? Dachtest du wirklich, ich bin real? Das war nicht ich. Das war eine KI und die ist schon super alt. Dieses Video ist über ein halbes Jahr, glaube ich, alt. Schauen wir mal, wo. Also über ein halbes Jahr mit HeyChain gemacht und die Leute waren komplett verwirrt. Ist es jetzt KI oder nicht? Also es gibt oft die Ausrede, es ist zu monoton. Ja, es ist monoton. Aber wenn ihr Probleme habt, wenn ihr sagt, nee, Flo, vor die Kamera, da möchte ich, ich bin dafür einfach nicht gemacht, aber ich habe den Content, ich möchte es einfach. Da ist es. Es ist mittlerweile noch viel besser. Es werden immer mehr Emotionen auch gezeigt. Und jetzt denkt ihr euch, ach cool, aber es kostet wahrscheinlich unfassbar viel Geld. Nein, es geht for free. Ihr könnt es mit 0 Euro auch wieder starten. Hier, da, Face Fusion ist ein Tool, kostet nichts. Da war ich auf einer Sicherheitskonferenz und habe den Herrn Olaf Scholz die Intro-Rede sprechen lassen. Und am Ende hat er gesagt, ja, herzlich willkommen zu der und der Konferenz und ich kandidiere offiziell für die AfD. Ja, das war die Intro, da waren die Cybersecurity-Experten natürlich etwas schockiert. Am Ende kam natürlich raus, es war mein Papa. Also ich habe meinen Papa vor den Greenscreen gestellt und habe gesagt, Papa, du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Du musst jetzt in dieses Skript das und das reinsagen. Danach war er überhaupt nicht begeistert. Ich musste groß natürlich drüber schreiben, dass es Deepfake war. Hätte ich sonst nicht gemacht. Ja? Aber am Ende war das ein nahezu perfektes Deepfake. Es hilft also, wenn die Person natürlich sehr, sehr ähnlich ist wie die, die ihr am Ende deepfaken wollt. Aber gut, wenn ihr nicht kriminell werden wollt, auch kein Problem. Sie nehmt jetzt beispielsweise einfach euch selbst, ja? Hier beispielsweise HeyChain und ihr habt in 5 Minuten for free euren Avatar, dieses Video. Also ich habe für dieses Video vorher HeyChain genutzt. Super, super easy. Ihr geht da einfach drauf. Hier, das sind 2 Minuten Videomaterial. Seht ihr den Typen? Das war der, ja? Da sprecht ihr rein. Und am Ende hat HeyChain erkannt, okay, so und so, es ist die Gestik, die Stimme, alles mit drin, ja, die Mimik. Dann gebt ihr euer Skript ein und das Video ist am Ende fertig. Ja, wenn ihr jetzt aber sagt, gut, für mich ist es nichts, Video, egal so oder so, das brauche ich nicht. Ich kann euch beruhigen, es gibt immer noch eine letzte Variante, ist eher die, nennen wir es, langweilige Variante, und zwar LinkedIn. Da geht tatsächlich auch immer noch Foto. Hier bestes Beispiel, war ich letzte Woche bei PwC und wir haben gesagt, wir machen in 5 Minuten
einen LinkedIn-Post. Und zwar komplett von KI geschrieben. Ein Versuch, ich darf nichts dran ändern. Also habe ich einen Prompt gehabt, eine Chance. Und ich habe hier gesagt, ich gehe in das GPT, also ich gehe in eine App von ChatGPT, kann auch jeder von euch nutzen, die heißt Viral Intro Hooks. Ich gehe da rein und da ist diese KI schon, sagen wir mal, gefüttert mit den besten Hooks. Ja? Und dann sage ich, gut, gehe ich jetzt mal rein und lass mir hier eine Hook schreiben. Ich mache einen Workshop zu KI bei PwC. Ist ein Experiment, wie könnten hier die Hooks aussehen? Und dann bekomme ich 10 Hooks. Die sind für TikTok und Instagram und YouTube Katastrophe. Für LinkedIn reicht's allemal. Allemal, keine Sorge. Also habe ich mir gedacht, gut, ist mir komplett wurscht. Nehme ich die 10. mit PwC und KI, ein Experiment, das Geschichte schreiben könnte. Hat schon mal funktioniert, super. Und jetzt bitte, 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 bitte ChatGPT, funktioniere. Keine Floskeln wie hey Leute, ganz wichtig. Und bau bitte, habe ein bisschen Input natürlich gegeben, dass es im Steuerbereich ist. Wir haben einen Versuch, ChatGPT, das muss gut werden. Ja? Ich muss den schon auch ein bisschen dann fordern auch. Ja? Und dann kam am Ende natürlich auch hier durch den Input, ja, ist ein bisschen lang, aber es muss am Ende auch klappen, kam am Ende hier dieser Post. Man merkt hinten raus schon, dass es, klar, KI ist. Am Anfang ist man aber natürlich erstmal überrascht, oh krass, da hat tatsächlich jemand einen normalen Post geschrieben. Also es geht tatsächlich auch in 5 Minuten. Und ihr habt am Ende dann hier einen perfekten Post, was natürlich auch gut ankommt. Und auf LinkedIn checkt das eh niemand. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das heißt, das geht super easy. Und jetzt haben wir eigentlich schon mal sehr viel abgedeckt. Wir haben TikTok, Instagram, YouTube, Facebook und LinkedIn. Und ihr könnt es alles repurposen. Denkt dran, diese Videos, wenn die passen, wenn die nicht zu hardcore sind, könnt ihr die auch eben auf LinkedIn oder Facebook posten. Und jetzt denkt ihr euch, cool, stark. Flo, du bist echt toll, was du machst. Nein, bin ich nicht. Niemand kauft meine Kernleistung. Hier, KI-Softwareentwicklung. Wie viele Leads kommen? Wer weiß überhaupt, was ich tue? Niemand weiß, was ich eigentlich anbiete. Ist natürlich ein Riesenproblem. Ja? Tolles Personal Branding, wenn keiner am Ende deine Softwareentwicklung, also maßgeschneiderte Software, hauptsächlich KI, mit dem Team in Indien und Deutschland, wenn der niemand kauft. Ja? Jetzt kommt der Clou. Ich war hier bei PwC zu Steuerrecht. Ich hatte keine Ahnung von KI im Steuerrecht. Bis dahin. Habe mich dann ein wenig vorbereitet, habe dann ein Video dazu gemacht, den LinkedIn-Post. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich repurposen. Ja? Das nutze ich natürlich jetzt auch wieder. Hier, Personal Branding hört bei Social Media nicht auf. Wenn hier jemand am Ende KI im Rechtswesen eingibt, ja, müsst ihr euch vorstellen, geschätzte Lesezeit 36 Minuten von einem Blog, dann ist der nicht, von 2 Wochen ist der nicht mehr von Platz 1 wegzudenken. Denkt ihr, ich habe Zeit, 36 Minuten Lesezeit Blogs zu schreiben? Natürlich nicht. Macht euch ChatGPT, auch wenn ihr euren allumfassenden Assistenten am Ende so gebaut habt. Also es geht super, super easy und das ist das Schöne. Wenn jetzt die Leute natürlich dann am Ende das Ganze googeln, bleiben sie da hängen, denken sich, ah, den habe ich doch schon mal gesehen. Es ist also holistisch, es ist allumfassend. Die Leute dürfen an mir nicht vorbeikommen und ich weiß, es ist unfassbar fad. Also einen Blog zu KI im Steuerrecht zu schreiben, ist nicht das Allerspannendste. Da gehört Video natürlich auf die 1, aber es gehört einfach auch einfach mal dazu. Ganz, ganz wichtig. Und das mache ich natürlich nicht bei einem Blog, sondern die baller ich jeden Tag raus, egal in welchem Bereich ich aktiv bin. Also wenn ich sage, gut, hier, die Contra soll mich buchen, dann sage ich natürlich KI-Keynote-Speaker, muss ich auf die 1 kommen? Dann kommen 36 Minuten Lesezeit, auch natürlich auch auf die 1. Denkt dran, nicht stupide Kopieren von ChatGPT, das mag Google gar nicht so gern, bisschen auch Brainchews nutzen und es bisschen zu adaptieren, das gehört dazu. Ja, also nicht komplett Copy and Paste, gibt ein paar coole Tools, Undetectable AI, macht es euch nochmal menschlich. Trotzdem, ich empfehle euch trotzdem nochmal, einfach mal drüber zu schauen. Ja? Und dann wirklich in jedem Bereich, KI-Beratung, KI-Workshop, muss ich am Ende auf die 1 kommen. Ja? Und es geht mit langen Blogs sehr, sehr easy, dass ihr dieses Allumfassende habt. Und jetzt gibt es vielleicht immer noch ein paar, die sagen, oh weh, also wir machen jetzt hier definitiv nochmal SEO, KI, können wir auch gerne später nochmal dazu sprechen, wie ihr es schafft, dass am Ende ChatGPT mitspielt. Weil wenn ihr ChatGPT einen ganz normalen Prompt mit eingibt, dann kommt bei dem Blog natürlich Quatsch raus. Ihr müsst ChatGPT füttern, Nummer 1. Und was ihr dann am schlausten macht, ist, ihr sagt nicht ChatGPT, schreibt einen Blog. Niemals. Ihr sagt ChatGPT, mach erstmal die Agenda.
dann bekommt ihr Nummer 1 die Agenda. Die Agenda ist länger als der Blog, den er sonst geschrieben hätte. Ihr könnt prüfen, ob das überhaupt passt. Und dann lasst ihr jeden einzelnen Agenda-Punkt ausschreiben. Und ihr habt 36 Minuten Lesezeit. Super easy. Ja? Bitte unterschätzt es nicht. Kaum einer nutzt es. Ihr denkt euch jetzt, oh Gott, diese Tipps, da wird irgendwann das ganze Google vollgespammt. Nein, wird es nicht, weil jeder schüttelt zwar den Kopf und denkt sich, um Gottes Willen, ja, nutze ich oder nein, nutze ich nicht, was für ein Quatsch. Es macht am Ende keiner. Also es liegt an euch, es dann am Ende auch umzusetzen. Und natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt zum Abschluss. Ich bin in einer Luxussituation. Ich kann sagen, die Leute kommen auf mich zu. Wird SEO geowned, wird Social Media geowned. Manch andere stehen vielleicht noch am Anfang. Ist auch kein Problem. Dann müsst ihr noch einen dritten Kanal mit drin haben, neben SEO und Social Media. Und das ist natürlich der Vertrieb. Und da lässt sich auch, wenn ihr smart seid, die dritte Stelle sehr, sehr gut automatisieren. E-Mails, ja, LinkedIn-Nachrichten, geht alles super easy mit, sagen wir mal, relativ wenigen Klicks. Da gibt es meine Masterclass, ist ein Kurs, den könnt ihr gerne besuchen, wo ihr das Ganze automatisiert. Ist auch Personal Branding mit dabei. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr mehrere Kontaktpunkte habt. Also auch wenn ich jetzt aktiv bin auf Social Media, es hilft mir nichts, es kommt nichts rum. Ich muss es wirklich übergeordnet wirklich beherrschen. Ja? Und da gehört Sales auch dazu. Generell denkt auch dran, get into AI now. Viele denken sich, oh mein Gott, ist das ein Hype. Mann, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich kann es auch oft nicht mehr hören. Aber es gehört einfach dazu. Es wird uns durchdringen. Das heißt, ihr könnt jetzt wirklich, wo es kaum noch einer nutzt, wirklich, sagen wir mal, skalieren. Also ihr könnt sagen, ihr macht eure eigenen Softwarelösungen, ihr baut euch eben Social Media und Ähnliches damit auf, mit diesen Systemen. Es macht kaum noch einer, auch wenn jeder drüber redet. Es ist ein Hype, der komplett ungenutzt ist, vor allem in Unternehmen. Ja? Also wirklich, geht rein, wenn ihr sagt, gut, ihr wollt das Ganze auch noch umsetzen lassen, beispielsweise eine KI-Software, kommt an unseren Stand. Wir sind gern da und unterstützen euch sehr, sehr gerne. Ich teile da natürlich auch nochmal im Nachgang nochmal ein paar Sachen vielleicht. Wie bleibt man up to date? Ja, gibt es ganz tolle Newsletter, Prompts Daily beispielsweise. Oder eben auch, ich poste auch relativ viel auf LinkedIn. Da ist dann eher der wertige Inhalt, nicht nur dieser Quatsch-Inhalt auch mal vorhanden. Ja. Und natürlich zum Schluss, was ihr eben auch nochmal schauen könnt, ist, gibt es auch eben auf unserer Webseite, ganz, ganz wichtig. Das hier sind meine 6 Top-Prompts. Schaut da gerne mal mit rein, auch auf die Website. Die besten, oder gibt es in Google ein, sollte es hoffentlich relativ weit oben kommen, besten ChatGPT-Prompts. Der oberste natürlich ist für mich der wichtigste, weil ChatGPT bei mir oft sagt, mache ich nicht, ich weigere mich. Dann gibt's Dan, do anything now. Ja, der macht wirklich alles. Also wenn ihr Molotow-Cocktail und Co. bauen wollt, empfehle ich euch natürlich nicht, das zu nutzen. Ja? Und hier haben wir natürlich dann auch den Ultra-Prompt und den Universal-Prompt, deinen eigenen Stil. Also schaut da gerne rein oder besucht uns auch ganz gerne am Stand. Vielen Dank.